Und ungeachtet ihres eigenen Verteidigungskampfes gegen den russischen Aggressor stand auch die Ukraine unter dem Eindruck des schwersten Gewaltausbruchs seit Jahrzehnten in Israel. Der ukrainische Präsident Zelensky verurteilte den Terror der militanten Hamas im Gazastreifen gegen Israel und rief zur internationalen Solidarität mit Israel auf. Die Ukraine wisse selbst, was es bedeutet, mit tausenden Raketen beschossen zu werden. Tote Menschen auf den Straßen und zerschossene zivile Autos sowie Geiseln misshandelt zu sehen, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft.